MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ja, heute mal eine ziemlich lustige Tatsache, nämlich den Typen, den Vader da so lieb gechoked hat, wie er sonst nur die Biatches beim Matratzensport choken würde, den empfand Vader als den perfekten Sith-Schüler für sich. Naja, wäre er machtsensitiv. Den Bums erfahren wir nämlich im guten alten Death Star Roman. Vader war bereits vor Luke auf der Suche nach dem perfekten Schüler, um eines Tages den Schrumpelsack zu stürzen, und so hielt er stets Ausschau nach potenziellen Kandidaten. Jedenfalls als Vader wieder mal den Bau des Todessterns beaufsichtigen musste, was er ja so hasste, aber darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, checkt's ab. Jedenfalls Vader kommt in alter Frische aus seiner Meditationskammer und entscheidet sich, auf sein Lichtschwertkampftraining zu verzichten und stattdessen sich mit seinen Machtfähigkeiten zu beschäftigen und diese weiter auszubilden. Währenddessen zerstört Vader einen Spiegel mit der Macht der dunklen Seite und schaut sich die hunderten Stücke, die da zusammenprassen, an, als wäre es in Slow Motion, während er in der dunklen Seite der Macht und dessen Nutzung vertieft ist. Doch diese Vertiefung wurde unterbrochen, denn die Macht machte ihn aufmerksam auf eine Präsenz, die bei der Tür steht. Und ohne hinzuschauen, wusste Vader schon, wer dort steht und ihn unterbricht. Es war Admiral Motti. Kein anderer Offizier wagte es sonst, ihn während seines Trainings zu unterbrechen. Jedenfalls Motti ist gekommen, um Vader mitzuteilen, dass Tarkin das Gespräch mit ihm sucht, und deswegen soll Vader sofort den Groß Moff Tarkin kontaktieren. Vader regt sich auf, dass er sein Training unterbrechen muss, um mit Tarkin zu reden, doch macht sich auf den Weg, ohne auch nur die Anwesenheit Mottis zur Kenntnis zu nehmen. Doch während Vader einfach so an ihm vorbeiging, spürte Vader, was in Motti eigentlich unter seiner ruhigen Fassade vorging. Er hatte den Wunsch, Vader zu töten, wenn er doch nur könnte, dafür, dass er ihn allgemein so schlecht behandelt. Diese Kühnheit, die sonst kein Offizier in Vaders Anwesenheit hatte, denn sie waren immer voller Angst, die hat selbst Vader nicht ignoriert. Er war sich im Klaren, dass Motti in sich eine potenziell mächtige dunkle Mischung an Emotionen hatte, und diese richteten sich hauptsächlich gegen Vader selbst. Motti hatte eine natürliche Affinität für die dunkle Seite, was Vader wirklich zum Nachdenken brachte. Wäre Motti doch nur machtsensitiv, dann wäre er ein potenziell mächtiger Verbündeter gegen Palpatine. Was Vader schade fand, denn das war für ihn verschwendetes Potenzial, die passenden Voraussetzungen doch ohne Machtsensitivität. Daddy better make me show you better. Ja Freunde, das ist doch ein netter Funfact, wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Admiral Motti plante, Sidious zu stürzen und den Todesstern zu übernehmen und wie das Ganze ausging, dann ballert euch das Video im Abspann, wenn es da nicht mehr ist, dann im angepinnten Kommentar. Ansonsten bummst jetzt mal wirklich gewaltig den Abo-Button und die Glocke, stellt sie ein, auf immer benachrichtigen, dann seid ihr immer up to date, was die bald kommende Star Wars Episode 9 betrifft und alles weitere. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.